Hier ist ja der Spannungstensor zunächst mal einfach definiert und hier ist er in kartesischen Koordinaten mal hingeschrieben. Und die Fälle, die wir berechnet haben, waren meistens oder waren häufig Fälle, in denen man zum Beispiel nur E hatte oder nur B hatte. Ich glaube, wir haben nur B haben wir, glaube ich, nicht gerechnet, wo man nur E hat. Dann wird das Ganze natürlich schon mal ein bisschen einfacher. Das ist schon mal was, was wir uns vielleicht merken. Und letztendlich geht es ja dann darum, dass wir Kräfte berechnen. Das ist hier die Formel auf der nächsten Seite, ne, wo Sie sehen, da spielt dann der Spannungstensor eine Rolle. Es kommt dann hier typischerweise, wenn Sie dynamische Vorgänge haben, aber auch nur dann nochmal ein weiteres Integral dazu. Das heißt, wenn man es zum Beispiel statisch rechnen würde, dann wäre das hier weg, dann hätten Sie nur den Anteil. Wenn Sie zum Beispiel etwas Elektrostatisches rechnen, dann ist das weg. Und in dem Anteil wäre eben das weg. Ne? Also das sind so typische Sachen, die schon mal einfacher sind. Aber im Prinzip haben wir dieses Monstrum, sage ich mal, als doch etwas unübersichtliche Größe. Und auch wenn Sie sich das als Matrix hinschreiben, hier zum Beispiel in kartesischen Koordinaten, was wir gemacht haben, um zu erkennen, was da eigentlich steht, dann ist das etwas, was zum Rechnen ein bisschen unhandlich sein kann. Und deshalb versuchen wir jetzt mal, uns das nochmal ein bisschen anders hinzuschreiben. Also ich kann ja oben nochmal den Spannungstensor hinschreiben. Da haben wir den, also die Komponenten des Spannungstensors TIJ. Das war sowas wie Epsilon, EI, EJ minus 1/2 Delta IJ E Quadrat plus 1 durch μ BI BJ minus 1/2 Delta IJ B Quadrat. Und dabei sind die BI und die BJ Komponenten der entsprechenden Vektoren in einer beliebigen Basis. Also das ist nach wie vor eine koordinatenfreie Darstellung. Also das sieht genauso aus in sphärischen Koordinaten wie in Zylinderkoordinaten. Das spielt überhaupt keine Rolle. Also hier ist das Koordinatensystem noch nicht festgelegt. Bei einem konkreten Problem werden Sie aber natürlich Koordinatensystem festlegen. Und das kann bei den Aufgaben, die wir rechnen, kann das sein, dass Sie da auf kartesische Koordinaten kommen und sagen, das ist am besten System angepasst. Es kann auch sein, dass es Zylinderkoordinaten sind oder es kann sein, dass es sphärische Koordinaten sind. Mehr wird typischerweise bei dem, was wir so rechnen, nicht auftauchen. Das haben Sie inzwischen schon gemerkt. Also wir machen jetzt keine elliptischen Geometrien und rechnen damit elliptischen Koordinaten. Könnte man machen, machen wir nicht, ne, wenn wir es mehr prinzipiell verstehen wollen. Aber Zylinder und sphärische Koordinaten, Kugelkoordinaten, das kann natürlich auftauchen. So, und wie gesagt, in der einen Vertiefungsübung, da hatten wir sowas schon mal hingeschrieben mit Hilfe des dyadischen Produktes. Und das schauen wir uns jetzt nochmal an. Das haben Sie wahrscheinlich, bin ich ziemlich sicher, nirgendwo gelernt. Ist aber eigentlich einfach. Welche Produkte von Vektoren kennen Sie denn schon? Sie kennen das Skalarprodukt. Da multiplizieren Sie einen Vektor mit einem Vektor und es kommt ein Skalar raus. Wir haben auch schon über Tensoren geredet. Auf einer Tensorsprechweise, also im Tensorsprech würde das heißen, Tensor erster Stufe mal Tensor erster Stufe ist gleich Tensor nullter Stufe. Ne? Vektor mal Vektor ist gleich Skalar. Wir haben auch das Kreuzprodukt schon kennengelernt. Da multiplizieren Sie zwei Vektoren miteinander und die Stufe des Tensors ändert sich nicht. Also Tensor erster Stufe mal Tensor erster Stufe gleich Tensor erster Stufe. Ne? Vektor mal Vektor ist Vektor. Ja, und Überraschung, es gibt ein drittes und da wird jetzt die Stufe des Tensors erhöht. Da haben Sie sowas wie Vektor mal Vektor ist Matrix. Oder anders ausgedrückt, Tensor erster Stufe mal Tensor erster Stufe ist Tensor zweiter Stufe. Okay. So richtig überraschend ist das nicht, dass es sowas geben kann. Und das ist natürlich auch überhaupt nicht schwierig zu definieren. Wenn wir jetzt zum Beispiel sowas machen wie E1, das ist der erste Einheitsvektor in einem beliebigen Koordinatensystem mal dem ersten Einheitsvektor,
dann könnte man das ja so zum Beispiel so schreiben, Moment, nicht mal, halt, großer Fehler. So, wir schreiben das einfach ohne Rechenzeichen. Ne? Also beim Skalarprodukt haben Sie den Punkt, beim Kreuzprodukt das Kreuz und bei dem dyadischen Punkt schreiben wir überhaupt nichts dazwischen. Ne? Okay? Also E1, E1. Das können wir ja so definieren. Wir nehmen die Komponenten des ersten, das ist 1, 0, 0 und schreiben den zweiten so hin, 1, 0, 0. Und wenn Sie das wieder ganz normal mit den Regeln, die Sie kennen, durchrechnen, Zeile mal Spalte, Zeile mal Spalte, Zeile mal Spalte, was gibt das dann? Es gibt dann 1 mal 1 ist 1 und dann ist die Summe auch schon zu Ende. Also so ist die Summe dann schon zu Ende. Und der nächste, der kommt, wäre dieser mit diesem, dann kommt dieser mit diesem und dann machen Sie in der zweiten Zeile weiter. Also ganz normal ausrechnen, wie Sie das immer gemacht haben. Und Sie sehen dann, Sie kommen dann auf eine Matrix, die relativ einfach ist. Sie können das auch mit dem zweiten Einheitsvektor machen. Das wäre dann sowas wie 1, 0, Quatsch. 0, 1, 0, 0, 1, 0. Und das ist auch wieder relativ einfach und gibt dann 0, 0, 0. 0, 1, 0, 0, 0, 0. Machen wir es noch mit dem dritten. Das wäre ja dann 0, 0, 1, 0, 0, 1. Und das gibt 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Einfach. Und mit anderen Vektoren ist das offensichtlich auch einfach. Und was wir hier schon schön sehen, dass, wenn wir das jetzt zum Beispiel so schreiben, dass wir sagen E1, E1 plus E2, E2 plus E3, E3. Was ist das? Das ist dann offensichtlich die Einheitsmatrix. Ups, 0. So. Und das können wir auch schreiben als Delta IJ in Klammern. Warum ist das schön? Das ist was, was hier oben schon auftaucht. Okay, alle noch dabei? Sehr schön. Was man auf diese Art und Weise jetzt eigentlich relativ klar sieht, also die Einheitsvektoren, das dyadische Produkt von Einheitsvektoren, das führt ja auf eine Matrix, wo genau an einer Stelle die 1 liegt. Und wenn Sie das jetzt gemischt machen würden, wenn Sie jetzt E1, dyadisches Produkt mit E2 machen würden, dann stünde eben die 1 nicht an der Stelle 1, 1, sondern an der Stelle 1, 2. Ne? Das heißt, die Indizes, wenn Sie Einheitsvektoren dyadisch miteinander multiplizieren, geben Ihnen die Indizes genau die Stelle, die Zeilen- und Spaltenadresse, an denen die 1 in der Matrix steht. Ansonsten ist die Matrix aber relativ einfach. Damit ist sehr schnell klar, dass Sie zum Beispiel das T, I, J, die Matrix, das kann jetzt übrigens auch eine beliebige sein, zum Beispiel schreiben könnten als T 1, 1, E 1, E 1 plus T 1, 2, E 1, E 2 plus T 1, 3, E1, E3 plus T21, E2, E1 plus T22, E2, E2 plus T23, E2, E3 plus T31, E3, E1 plus T32, ups, E3, E2 plus T33, E3, E3. Auch noch einfach. An was erinnert das? An die Komponentendarstellung von Vektoren. Wenn Sie einen Vektor haben, dann können Sie den immer darstellen mit Komponente mal Einheitsvektor plus Komponente mal Einheitsvektor plus Komponente mal Einheitsvektor. Jetzt haben wir
eine Matrix, die ist zweifach indiziert, dann ist das ein bisschen größer, aber vom Schema her ist es das gleiche. Das ist Komponente mal entsprechendes dyadisches Produkt plus Komponente mal entsprechendes dyadisches Produkt plus Komponente mal entsprechendes dyadisches Produkt. Also kommt einem irgendwie bekannt vor. Und auch das gilt noch für beliebige Koordinatensysteme. Natürlich müssen Sie, wenn Sie jetzt in einem bestimmten Koordinatensystem sind und diese Komponenten angeben, auch irgendwo vermerken, in welchem Koordinatensystem das ist. Wenn ich Ihnen sage, der Vektor ist 3, 5, 13 und verrate Ihnen nicht, in welchem Basissystem, hilft Ihnen das überhaupt nicht. Das ist bei dem Spannungstensor genauso. Wenn ich Ihnen sage, der ist 5 Newton pro Quadratmeter, so und so viel, so und so viel, so und so viel, so und so viel, also die einzelnen Komponenten angebe und ich verrate Ihnen nicht, in welchem Basissystem, sind Sie aufgeschmissen. Also die Darstellung stimmt in jedem Basissystem, aber Sie müssen natürlich dazu sagen, in welchem sind Sie gerade, weil in unterschiedlichen Systemen die Komponenten andere wären. Wie bei Vektoren. Ist überhaupt nicht großartig anders. Im Moment sieht man den Vorteil noch nicht. Das kommt aber jetzt relativ schnell. Das führt dazu, dass man meistens diese Matrix gar nicht aufführt, sondern das letztendlich in so einer Schreibweise mit Dyaden, mit diesen dyadischen Produkten lässt. Nehmen wir mal das Beispiel, was ich jetzt eben schon gesagt habe. Sie haben beispielsweise eine kugelsymmetrische Anordnung. Kann man ja haben. Dann würden Sie natürlich auf sphärische Polarkoordinaten gehen. Und wenn das eine kugelförmige Anordnung ist, also sowas wie ein Kugelkondensator oder sowas, dann ist es auch häufig so, dass zum Beispiel das E-Feld sowas ist wie ER, das ist jetzt nur ein Beispiel, ER mal Einheitsvektor in R-Richtung. Also einfach radial gerichtet ist. Und wenn das zum Beispiel ein Kugelkondensator ist, ich habe eben schon gesagt, naja, beide Felder zu berücksichtigen ist komplizierter als nur eins zu berücksichtigen. Also nehmen wir mal an, das Ganze wäre so, dass wir nur den elektrischen Anteil berechnen, weil es dann eben ein bisschen einfacher ist. So, dann schreiben wir uns doch dafür tatsächlich einfach mal das TIJ hin. Und hier würden jetzt natürlich nur, wir haben hier diese Summe auf der Vorderseite. Und ER ist ja jetzt wäre ja unser erster Einheitsvektor. Diese Terme hier hinten können wir vergessen. Und das bei den gemischten Termen kann ja nur das ER eine Rolle spielen. Hier muss ja sowieso I gleich J sein, das heißt, da kommen die Hauptdiagonalterme nochmal dazu, aber die einfach mit E Quadrat. Und die Hauptdiagonalterme, das sind ja diese hier, die kämen also dazu und dieser hier entspricht dem hier vorne. So, das würden wir also einfach hinschreiben, das heißt, das ist dann, das ist dann Epsilon ER ER. Und das steht an der Stelle 1, 1, also ist hier dyadisches Produkt ER, ER. Das hier ist natürlich E Quadrat in unserem Fall. So, jetzt müssen wir aber aus den Delta-Funktionen sozusagen die Hauptdiagonale nochmal abziehen. Und das ist ein halb Epsilon E Quadrat ER, ER, weil es an der ersten Position der Hauptdiagonalen steht. Jetzt kommt das Element an der zweiten Position der Hauptdiagonalen. Ein halb E Quadrat E Phi E Phi und dann noch das Element, ein halb E Quadrat E Theta E Theta. Drittes Element der Hauptdiagonale. Ne? Also nochmal, das hier kommt aus dem Term.
Und dann ziehen wir die Hauptdiagonale jeweils mit dem Faktor 1/2 e Quadrat ab. Also dieses Element und dann die Hauptdiagonale nochmal abziehen. Da fehlt was? Wo? Ja, das Epsilon fehlt bei der letzten. Ah, das Epsilon. Danke. Ja, da und da. Okay. Oder auch anders ausgedrückt, das ist 1/2 Epsilon e Quadrat er minus e phi minus e theta. So. Jetzt nehmen wir an, wir sind statisch, d nach dt gleich 0. Was ist denn dann eine differenzielle Kraft? Wäre ja dann t mal ein Flächenelement. Und wenn wir so eine radialsymmetrische Anordnung haben, dann ist das dA natürlich dA mal ER. So, das wäre ja so eine typische Aufgabe, was man sich vorstellen könnte. Wir sind statisch, wir sind elektrostatisch, haben eine radialsymmetrische Anordnung. Ja, und dann sieht das plötzlich relativ einfach aus, weil das hier, die Multiplikation dieser Matrix, ne, das ist ja eine Matrix, die hier oben steht, die Multiplikation dieser Matrix mit diesem Flächenelement ist jetzt sehr einfach. Wir können hier einfach weiterschreiben. Das ist dann gleich 1/2 Epsilon e Quadrat. So, und jetzt kommt hier ER skalar multipliziert mit ER minus E phi skalar multipliziert mit ER minus E theta skalar multipliziert mit ER. So, wenn man das weiß, dass man das so hinschreiben kann für dieses spezielle Problem, dann wird es jetzt natürlich einfach. Weil das hier ist gleich 1, das hier ist gleich 0 und das hier ist gleich 0. Das heißt, Sie sehen sofort, das ist 1/2 Epsilon e Quadrat dA. Ohne die große Matrix hinzuschreiben. ER, Entschuldigung, danke, ja, das ist das ER. Dieses ER hier, ne? Das ist das, was übrig bleibt. Genau, natürlich. So, und so können Sie das, wenn Sie das einmal wissen, dass Sie das so hinschreiben können, ist das natürlich viel, viel schneller, als wenn Sie mit diesen großen Matrizen hantieren. Ja, das ist jetzt ausführlich mal hergeleitet für diesen Fall. Aber wenn Sie das einmal wissen, dass Sie in so einem Fall direkt mit so einem Ansatz arbeiten können, sind Sie natürlich ruckzuck fertig.